Ich empfinde Politik durchaus teilweise auch als Kampfsport. Aber ich war Fußballschiedsrichter 15 Jahre. Der Sport hat immer Regeln. Hart, aber fair, würde ich sagen. Herr Stegner, erstmal ganz allgemein. Wie hat sich die Diskussionskultur Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verändert? Naja, sie hat sich in Teilen dadurch verändert, dass heute das Mediengeschehen natürlich ganz stark auch über soziale Netzwerke mit beeinflusst wird. Und da kann man regelrecht von der Verrohung reden. Und diese Verrohung, die findet inzwischen auch ein Stückchen Eingang in traditionelle Medien. Dazu tragen natürlich inzwischen Menschen bei, auch die keine Randfiguren sind. Also wenn der amerikanische Präsident etwa von Lügenpresse redet und die Presse zum Gegner erklärt und twittert und damit Weltkrisen auslöst, dann haben wir natürlich eine andere Form von Kommunikation als früher, wo man, sagen wir mal, das Seriöse vom Unseriösen ein bisschen leichter trennen konnte. Nun will ich nicht sagen, dass die alte Welt sozusagen gut war und heute das schlecht ist. Es gibt viele Vorteile, glaube ich, von niedrigschwelliger Kommunikation. Aber insgesamt hat sich das politische Klima, glaube ich, nicht positiv entwickelt, was Kommunikation angeht. Sie selbst sind ja auch aktiv in den sozialen Medien, twittern viel, haben eine starke Meinung, werden dort auch extrem angefeindet. Warum? Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass die sozialen Netzwerke insbesondere auch zum Tummelplatz der Rechten, der Rechtspopulisten geworden sind. Derjenigen, die ihre Identität gerne verschleiern wollen, die Dinge nicht täten, wenn sie das von Gesicht zu Gesicht tun müssten. Und die das besonders nutzen, um auch diejenigen unter Druck zu setzen, die ihnen Paroli bieten. Dazu gehört ja zum Beispiel auch Heiko Maas. Heiko Maas und ich teilen die besondere Freundschaft mit Rechtspopulisten. Und manchmal müssen Hilfskräfte im Willy-Brandt-Haus sind dann damit nur beschäftigt, meinen Account aufzuräumen, weil der aussieht wie eine Nazi-Seite. Ne? Und das sind solche Dinge, wo man denen schon sagen muss, dass sie nicht so sehr schön sind. Aber kapitulieren gilt nicht. Also insofern muss man denen halt Paroli bieten. Das tue ich. Die Schmähung ignoriert man weitgehend, da wo es Drohungen sind, muss ich allerdings auch sagen, zeige ich das auch an. Und gelegentlich wird das ja dann auch mal strafrechtlich verfolgt. Jetzt könnte man ja sagen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Das ist im Politikbetrieb so. Was müsste sich denn ändern, damit diese Verrohung der Sprache im Internet abnimmt, damit wir eine vernünftige Diskussionskultur geschaffen werden? Also ich will überhaupt nicht lamoyant auftreten. Ich finde in der Tat, wer in die Politik geht, der muss auch ein bisschen was aushalten. Ich empfinde Politik durchaus teilweise auch als Kampfsport. Aber ich war Fußballschiedsrichter 15 Jahre, der Sport hat immer Regeln. Hart, aber fair, würde ich sagen. Das ist das, um was es gehen sollte. Das heißt, nicht persönlich verunglimpfend. Wenn es geht, auch in der Realität, wenn es irgendwie möglich ist. Ich habe überhaupt kein Problem, dafür kritisiert zu werden, für Meinungen, die ich vertrete. Meinung sollte man haben. Ich finde, in der Demokratie ist es gut, wenn sich politische Parteien unterscheiden. Das hilft uns sogar gegen Rechtspopulisten, wenn die nicht sagen können, die da oben sind alle gleich. Aber die Grenzen werden eben deutlich unterschritten, die es da gibt, also auch die Grenzen des guten Geschmacks. Und ich finde, sich da zu verständigen, dass man das jedenfalls nicht tut, das wäre schon ganz sinnvoll. Ich bin überhaupt nicht für Kuschelwahlkämpfe, ich bin nicht für technokratischen Umgang, ich bin nicht für glatten Opportunismus, sondern Meinungsstärke ist eine Stärke der Demokratie. Wahlkämpfe gibt es überhaupt nur in Demokratien. Und ich finde, das hat in Deutschland einen ungerechterweise schlechten Ruf, dass sie sagen, ach, müssen die immer streiten in der Politik? Ja, das müssen sie. Das ist der Wesenskern von Demokratie. Dann sprechen wir doch mal über die Grenzen des guten Geschmacks. Was waren denn die heftigsten Anfeindungen und Beleidigungen, die Sie da so abbekommen haben? Und wie gehen Sie damit um? Naja, wenn ich im Netz lese, du Ausländerfreund, geh doch in den Wald und häng dich auf oder ich mach da mit und melde mich freiwillig, dann gehört das zu den Dingen, die ich regelmäßig lese. Was macht das mit Ihnen? Naja, Freund tut einen das nicht. Also ich gehöre nicht zu den Masochisten, dass man sagt, wunderschön, das mehr davon. Andererseits gilt natürlich auch immer, wirklich wehtun können einem immer nur Menschen, die einem was bedeuten. Das gilt nun für Rechtspopulisten gewiss nicht. Und für mich ist das in Teilen auch ein wenig, wie soll ich sagen, ein erschreckender Umstand, dass sich das so entwickelt. Und ich glaube, dass daran auch etablierte Parteien Schuld haben. Also zum Beispiel finde ich bei der CSU, um ein Beispiel zu sagen, ist eben nicht angemessen, dass sie statt zu helfen, sich gegen den Rechtspopulisten abzusetzen, teilweise deren Parolen übernehmen. Wer in den Misthaufen hineingreift, der riecht auch danach. Das gilt auch für Christsoziale. Und damit machen sie Dinge hoffähig, die eigentlich ausgegrenzt werden müssten, meiner Meinung nach. Jemand wie den Höcke kann man getrost Halbnazi oder Nazi nennen. Und wenn der in seiner Partei geduldet wird, dann ist er nicht Türsteher, sondern er ist Fraktionsvorsitzender im Thüringischen Landtag, dann sagt das was über diese Partei. Und es gibt Leute im Deutschen Bundestag, die sagen, man sollte mit denen koalieren innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sprechen Sie ein spannendes Thema an. Inwieweit müssten denn Facebook und Co. stärker in die Pflicht genommen werden, vielleicht auch durch schärfere Gesetze? Ich finde den Weg von Heiko Maas richtig, auch wenn er angefeindet wird dafür. Ich teile die Haltung der Netzpolitiker überhaupt nicht. Die einen sagen,
er würde die Meinungsfreiheit einschränken in Deutschland, das halte ich für richtigen Quatsch. Und die Zweiten sagen, er privatisiere sozusagen das Recht. Auch das ist falsch. Am Ende entscheiden immer Gerichte. Aber ein Unternehmen, das Milliardenumsätze in Deutschland macht, indem es als Kommunikationsplattform dient, da kann man nicht sagen, das schnurzt, was bei dir passiert. Die können sich ruhig ein bisschen darum kümmern, dass das, was ganz offenkundig jenseits der Grenzen des guten Geschmacks ist und teilweise Gesetze verletzt, darum geht es ja. Es geht nicht um Meinungsfreiheit, sondern geht um Gesetzesverletzung, dass sie dagegen was unternehmen. Und da finde ich Heiko Maas völlig richtig, hat er meine vollständige Unterstützung und ich verstehe die Kritik an ihm überhaupt nicht. Gesetze kann man immer kritisieren im Detail, aber die Grundrichtung stimmt. Sprechen wir über eine Partei, die sehr aktiv ist in den sozialen Medien, die AfD, kritisiert häufig, dass, wenn über sie berichtet wird, zu negativ berichtet wird, zu selten zwischen Kommentar und neutraler Berichterstattung unterschieden wird. Hat die AfD recht? Die AfD hat vor allen Dingen rechts, sozusagen. Recht hat sie überhaupt nicht und sie redet ja selbst von der Lügenpresse. Also man kann an der Presse vieles kritisieren, ja, sie in Deutschland. Man kann ja trotzdem Recht haben, dass zwischen Artikel und Bericht zu wenig unterschieden wird. Ja, das passiert immer wieder, das ärgert mich oft, aber das ist nicht spezifisch bezogen auf die AfD der Fall, sondern das ist teilweise sind es die Verletzungen der Professionalitätsregeln. Darüber wird hier sicher bei der Veranstaltung auch gesprochen. Die sehen Sie auch? Die sehe ich durchaus auch. Das hat teilweise auch mit Konkurrenz zu tun. Heute sind es innerhalb der Medien gibt's prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die Wirtschaftlichkeit ist schwierig geworden, Jüngere und Ältere haben ganz andere Berufsbedingungen, da hat man manchmal nicht mehr Zeit zu recherchieren, da muss auch Kommentar und Bericht nicht mehr getrennt werden, da darf man durchaus auch mal was schreiben, von dem man weiß, dass es nicht stimmt. Also das kommt schon vor und trotzdem haben wir eine freie Presse. Wir haben eine Presse, die nicht gelenkt ist, wir haben keine Lügenpresse, wir haben niemanden, der die AfD unterdrückt. Im Gegenteil, ich würde sogar manchmal sagen, der Wille, denen ein Forum zu bieten, ist so ausgeprägt, dass sie teilweise geradezu hofiert werden in Sendungen. Wenn dann da fünf andere dabei sind, dann jetzt müssen wir aber fair mit denen umgehen, selbst wenn die den größten Unfug verbreiten. Und deswegen glaube ich, die müssen sich überhaupt nicht beklagen. Ich finde, mit denen wird nicht hart genug umgegangen. Ich sage, ich übersetze AfD immer mit Arbeitslosigkeit für Deutschland, weil die für die Schließung von Grenzen sind und den Euro abschaffen wollen. Das würde ja Massenarbeitslosigkeit auslösen. Und in solchen Gebieten werden die viel zu wenig attackiert, sondern da wird immer nur von der Flüchtlingspolitik und von solchen Punkten geredet und der offenkundige Provokationsunfug, den die ja übrigens auch nur machen, um in die Medien zu kommen. Das Provokationsprinzip der AfD lautet ja, einer erzählt irgendein etwas Anstößiges, also zum Beispiel, es sei ein Mahnmal der Schande, das Denkmal zur Erinnerung an den Holocaust, an den Juden. Und dann kommt der Nächste und sagt, naja, so war das ja nicht gemeint, so bediene ich beide Seiten und die Provokation wird berichtet und alle springen über das Stöckchen, das da hingehalten wird. Insofern sind die wunderbare Medienexperten und leben geradezu wie Parasiten von dem Wirtstier sozusagen der öffentlich-rechtlichen Medien. Also insofern muss man schon sagen, haben die keinen Grund, sich zu beklagen. Sie nutzen die Medien besser, als es teilweise demokratische Parteien tun.